Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk heute. Ich nehme ja ein bisschen im Voraus auf. Ich hoffe, das ist kein Problem. Falls ihr mir irgendwelche Tipps schreiben wollt oder so oder irgendwelche Hinweise, könnt ihr das immer gerne machen oder auch meine Roleplay-Nachricht oder sowas. Ich werde die dann noch in späteren Videos versuchen einzubauen und auch eure Tipps natürlich noch berücksichtigen. Sehr, sehr gerne. Ansonsten würde mich an der Stelle mal, es ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Wie gefällt euch das Spiel? Also jetzt hier im Let's Play oder spielt ihr es auch selber? Wie findet ihr das Spiel? Geht es euch besser oder schlechter als meiner Kolonie hier? Oder man kann es ja eigentlich Kolonie nennen, ja. Also ich finde, wir haben bisher läuft es bei uns ja echt wirklich gut. Bin mir nach wie vor nicht sicher, auf welchen Schwierigkeiten wir hier spielen. Ich kann es auch, glaube ich, nirgends nachgucken. Aber ich denke, es ist die normale Schwierigkeit, irgendwie sowas von wegen, keine Ahnung, Mittel oder so. Also so sind die Einstellungen, nämlich wenn ich jetzt ein neues Spiel starte, dann komme ich nämlich zu so einer Einstellungsübersicht. Das kam ich jetzt beim ersten Spielstart nämlich nicht. So, wir sind, also das würde mich mal interessieren, wie es bei euch so läuft und wie ihr das Spiel so findet. Wir sind dabei, hier gerade dieses im Dampfzentrum, nicht Dorfzentrum, hier neue Häuser zu bauen, neue Baracken für unsere Neuankömmlinge. Ich denke, da machen wir auch mal weiter. Sobald hier dieses Dampfzentrum fertig gebaut ist, will ich nämlich mal wissen, in welchem Bereich man das hier sich dann aufgetaut wird alles. Okay, hier rüber. Ja, das ist doch in Ordnung, glaube ich. Dann kriegen wir damit hier noch zwei Häuser mal hin. Hier würden wir auch noch mal eins dazwischen kriegen. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob das dann jetzt hier auch schon als warm gilt hier oder wie das ist. Deswegen gehen wir lieber auf Nummer sicher und bauen mal hier. Hier drüben eins, genau, und hier eins. Wenn wir jetzt das hier hinbauen, dann kommen wir da noch mit einem hin, oder? Ja, tatsächlich. Dann machen wir das mal hier eins und dort drüben eins und werden natürlich hier die Straße noch hochbauen müssen. So. Ja, passt doch wunderbar. Gut, machen wir weiter. Die sollen auch gleich ruhig da drüben bauen. Wir haben ja einige Leute gerade, die dafür ausgewählt wurden. Jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen Nahrungsproblem. Ich denke, wir werden wieder auf die anderen umstellen, auf die Suppe statt Standardmahlzeiten. Oh ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben aber drei Jäger unterwegs. Ich hoffe, das reicht. Und wir erforschen jetzt gerade hier die Treibhäuser, denen wir hoffentlich auch noch bisschen was an Nahrungsversorgung decken können. Genau, vor allem man weiß ja auch nie, wann man noch weitere Leute entdeckt oder so. So. Oh, 8 Kranke aktuell. Aber 0 Schwerkranke davon. Das sind nur 7, 6, 7. Okay, entscheidet euch mal, Spiel. So. Gut, ich muss durchhalten. Leute verlassen sich auf mich, sagt Ruth Hackman. Und Barney Fleming sagt, wir haben eine weitere Nacht überstanden. Das ist doch schon mal was. Ja, würde ich auch sagen. Und das meiste an Essen ist schon wieder da. Aber wir können die Leute eigentlich gerade hier drin lassen. Ich brauche sie nämlich gerade nicht zwingend, um ehrlich zu sein. Wir haben ja auch so noch 16 Leute übrig. Und das wird jetzt hier schön in Essen umgewandelt. Vielleicht können wir doch bei der Standardmahlzeit bleiben. Und es wird wieder gearbeitet. Sehr schön. So gefällt mir das doch. Und wir werden jetzt mal ein neues Sägewerk errichten. Und zwar, ups. Und zwar Sägewerk hier drüben. Ist die Frage, wo man es am besten hinbaut. Wichtige Anlage. Hä? Was für eine wichtige Anlage? Keine Ahnung, was das Spiel jetzt meint. Eigentlich so ein Sägewerk hier drüben ist eine wichtige Anlage, aber hier jetzt ja eigentlich nicht. Ich denke, wir können ja hier mal getrost mit anfangen.
Hier steht's auch nicht. Hier steht's dann aber schon. Hä? Verstehe ich nicht. Ich will eigentlich schon die Bäume da hinten auch noch kriegen. Ja, hier kommt nämlich keine Fehlermeldung, da drüben allerdings schon. Wissen das, wenn wir jetzt da zum Beispiel eine Sammelstelle bauen, da kommt nichts. Keine Fehlermeldung. Oder ein Rohstoffdepot, auch nicht. Kohlegenerator, hier allerdings wieder ja. Ich meine, hier drüben verstehe ich es ja, wenn man es auf den Bäumen baut. Oder meint man halt eben mit Zerstören aufbrauchen? Ich meine, das macht ja Sinn. Oder wir bauen es einfach mal, wir können auch mal hier oben mit dem nächsten Sägewerk anfangen. Das bringt vielleicht auch was. Ach, hier gibt es dann, hier gibt es so ein Mauerbohrer dann. Kann man hier aufstellen. Ja, wisst ihr was, dann bauen wir doch jetzt das nächste Sägewerk erstmal dahin. Ist jetzt zwar nicht so viel hier, aber ist, denke ich, trotzdem in Ordnung. Und dann werden wir noch eine Straße hier runterziehen. Und zwar hier lang, dann dort hoch, ja, und dann noch hier rüber. Ich glaube, auch hier werden wir noch so die Straße bauen und dann ist gut. Haben ja gerade einiges an Holz eigentlich. Ja, diese ganzen komischen Rohstoffdepots sind jetzt gerade gar nicht so unglaublich notwendig gewesen, aber egal, wir haben sie auf jeden Fall schon mal, dann passt das auch. Gut, spulen wir ein bisschen vor wieder. Wann sind ihr, seid ihr eigentlich da? In 14 Stunden. Okay. Wir spulen ein bisschen vor, schauen uns hier den Bau an. Die Straße ist schon mal gebaut. Treibhaus erforscht, sehr schön. Das können wir dann nämlich als nächstes noch bauen. Ja, ich denke, wir werden mal hier die Zeichenmaschine erforschen. Steigern, 9 Stunden, 75 Holz, 25 Stahl. Okay, machen wir. Und wie gesagt, auch gleich, upsa, jetzt bin ich zu weit raus. Und gleich hier Nahrungsmitteltreibhaus. Wollen wir eins mal bauen. Steht da noch was Wichtiges dabei? Ja, 30 Rohnahrung, 20 Holz, einen Dampfkern. Die Frage, wo bauen wir es hin? Drüben vielleicht oder hier lieber? Ich glaube, wir bauen es mal hier hin. Warum auch immer es wieder Leute gibt, die Hunger haben. Wo wir eigentlich mehr als genug Hunger, Essen haben gerade. Und wir haben eine Aufgabe oder sowas. Dampfkerne. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Dampfkerne sind eine wertvolle Komponente, was fortschrittliche Technologie angeht. Dampfkerne können nicht in der Stadt hergestellt werden. Ah, okay, jetzt wissen wir das auch. Wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Speer während der Expedition welche finden. Verstehe. Ich denke, eins davon reicht dann erstmal. Zusammen mit den Jägern und so weiter ist das, glaube ich, echt mehr als ausreichend. So dass man dann hier, ja, wir haben ja immer noch Standardmahlzeiten aktuell. Oder wieder, besser gesagt. Ich kann mich da immer nicht so richtig entscheiden. Also passt das. Hier soll es dann auch passen. Da haben wir überall 15 Leute drin. Ich finde übrigens diese Ding hier, wie heißen sie? Die, was machen die denn? Das sind die Jäger vermutlich. Diese ganzen, dieses Gebiet hier, das sieht immer aus, wenn jetzt hier nicht der Schnee wäre, finde ich, erinnert mich das immer brutal an Isengard irgendwie. Oh, sie sind angekommen. Auf einem Messingschild am Brückenturm steht, erbaut von den Einwohnern Winterheims im Jahre 1887 nach Christus. Die Brücke wird von einem funktionierenden Automaton komplett schneefrei gehalten. Oh ja, Automaton sind solche großen Geräte, die habe ich schon mal gesehen. Interessant. Erforschen. Noch funktionstüchtig, das sind die Viecher, die wir da hinten sehen, so Maschinen. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführte.
und den Automaton, der auf ihr Schnee schippte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück zu unserer Stadt zu schicken oder ihn für Rohstoffe auseinanderzunehmen. Wetterwarte, großer Konvoi, entdecken wir, zur Stadt senden oder zerlegen. Oh, da gibt es auch zwei solcher Dampfkerne. Aber ich glaube, ich nehme den jetzt mal mit. Ich will mal wissen, was das für ein Teil ist. Wir nehmen den mit. Automaton zur Stadt geschickt. Wir haben den Automaton umprogrammiert und auf den Weg geschickt. Wenn er weit entfernt verschwand, lagerten sich die ersten Schneewehen auf der Brücke ab. Okay, aber den wird ja irgendjemand anderes hier hingebaut haben, oder? Vermutlich schon. Was haben wir jetzt hier? Großer Konvoi, mehrere Fahrzeuge und Zelte. Wir können Leute zwischen ihnen herumlaufen sehen und Rauch steigt von einem Lagerfeuer ab. Auf, meine ich, oder ein hohes Gebäude mit seltsamen Gerätschaften auf dem Dach. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Wetterwarte der Wissenschaftler von Winterheim. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin, bevor wir uns wieder neue Leute in die Stadt holen unter Umständen. Das brauchen wir nämlich gerade nicht zwangsläufig. So, und dann haben wir jetzt hier die Dinger fertig gebaut. Ich würde sagen, wir schicken mal 10 hier hin. Und, beziehungsweise, nee, wir machen das mal so, wir schicken jetzt erstmal hier 10 hin, 10 davon. Und dann nehmen wir hier, will ich eigentlich das dann immer so ein bisschen austauschen. Also da warten wir jetzt einfach mal, bis hier die Leute kommen. Und dann nehmen wir nämlich von dieser Jagdhütte 10 hier rein. Und dann kann man das nämlich tauschen immer, weil das geht immer von 8 bis 18 Uhr, das geht immer von 18 Uhr bis 6 Uhr. Also ist eigentlich perfekt. Genau, und dann, wir haben übrigens keine Unzufriedenheit aktuell und viel Hoffnung. Gesetzbuch schauen wir mal ganz kurz rein. Wirtshaus und Duellgesetz. Duellgesetz. Die Möglichkeit eines Duells verringert die Unzufriedenheit. Jedes spontane Duell verringert die Unzufriedenheit etwas. Manchmal sterben Einwohner. Um Streitigkeiten sollen hier gelöst werden. Wirtshaus. Coole Sache eigentlich. Ich würde sagen, das können wir mal unterzeichnen, das Wirtshaus. So. Das ist das Erste. Und dann gucken wir uns jetzt hier diese Aufgabe mal an. Verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind, aber auch Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Oh, das werden wir in Winterheim herausfinden. Die Hoffnung sinkt leicht. Schade. Ja, okay, nicht so wahnsinnig viel. Und dann gucken wir mal, was wir hier für ein Wirtshaus haben. Ah ja, das ist ja cool. Und das scheint keinen Umkreis zu haben, sondern überall zu funktionieren, das Ding. Trotzdem würde ich sagen, bauen wir es an diese Straße hier mal hin. Super. Ein Wirtshaus, genau wie in London, nennen wir es Pipe and Hole. Ich freue mich schon auf einen Abend im Wirtshaus unter Freunden. Ja, das ist immer gar nicht schlecht. Da haben sogar die Leute hier in Frostpunk recht. Ein Abend unter Freunden im Wirtshaus ist immer eine super Sache. Der Automaton kommt übrigens in einem Tag und 15 Stunden bei uns an. So, wann sind die denn eigentlich da? Manchmal frage ich mich, welchen Sinn unsere Mühen haben. Ja, ich finde doch, ist alles gut. Auf diese Weise können wir sicherlich eine Weile weitermachen, finde ich auch. So, und jetzt sind die da hier alle und dann nehmen wir hier die 15 hier mal raus, schicken die dort rein. Eigentlich auch die total armen Schweine, hey, die müssen ja wirklich den ganzen Tag arbeiten. Schade, dass man da nicht so wahnsinnig viel sieht von da drin. Oh, und es wird kälter. Nee, doch noch nicht. Nee, es war nur die Arbeitsankündigung. Sollen wir hier auch mal Heizkörper anmachen? Warum auch nicht? Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, dass es wenigstens einigermaßen erträglich da drinnen haben. Hier übrigens auch. Hier haben wir es schon. Hier können wir es auch mal noch erträglich machen. Ja, passt doch. Ich meine, Kohle kommen aktuell echt noch gut hin. Deswegen können wir das uns auch leisten. Super. Zeichenmaschine erforscht. Okay. Sehr gut, jetzt können wir hier einige neue Sachen erforschen. Gehen wir mal kurz nacheinander durch. Heizung, Dampfzentrum, Reichweite. Okay, das ist gar nicht schlecht von diesen kleinen Dingern. Generatoreffizienz.
Überlastungskupplung, was wäre das? Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht so ganz. Der Generator verbrennt 10% weniger Kohle, das ist gar nicht schlecht. Verbesserte Heizkörper erhöhen die Temperatur in Arbeitsplätzen um 2 Stufen. Jeder Heizkörper verbraucht im Betrieb 2 Kohle pro Stunde. Auch nicht so schlecht, aber glaube gerade nicht unbedingt notwendig. Fabrik. Eine Anlage, in der Automatone und andere fortschrittliche Geräte produziert werden können. Interessant. Außenpostendepot ermöglicht uns, ein Außenpostenteam zusammenzustellen, das einen permanenten Rohstoff-Außenposten weit entfernt von der Stadt aufbaut, mit dem wir in Verbindung treten bleiben können. Mehr Speer wäre natürlich noch möglich. Okay. Und was haben wir hier drüben? Sammelstellen Wärmedämmung. Sammelstellen werden wärmer, plus eine Wärmestufe, ja okay, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Dampfkohlegenerator, außer dass wir uns vielleicht irgendwie eine Kohle sparen können. Der Kohlegenerator ermöglicht den Bau von, okay, die wertvollen, oh, das ist einfach ein besserer Kohlegenerator, das ist gar nicht schlecht. Auch eine Überlegung weit, Dampfsägewerk dasselbe, Dampfstahlwerk auch wahrscheinlich dasselbe und die könnten wir wahrscheinlich auch überbauen, okay. Und was haben wir dann hier noch dazwischen? Thermostat für Holzkohlenmeiler und Optimierung des Kohleabbaus. Okay. Gut. Was haben wir dann hier? Treibhauswärmedämmung. Und Treibhäuser und industrielle Treibhäuser werden plus 1 wärmer. Jagdtaktiken. Jagdhütten beschäftigen weniger Leute. Das finde ich zum Beispiel interessant. Fliegende Jäger ermöglicht den Bau von Hütten für fliegende Jäger. Okay. Gut, nicht schlecht. Fliegen da nach draußen oder so und holen es im Ödland, die Viecher. Wärmedämmung im Gesundheitswesen, das kennen wir schon so ähnlich, ja. Möglich den Bau von Krankenhäusern. Gut, mit 10 Betten haben die, okay. Speisehaus, Wärmedämmung, ja, okay. Damit kann man halt einfach seinen Kohleverbrauch ein bisschen senken. Was finde ich ganz interessant? Ich finde Jagdtaktiken eigentlich ganz interessant. Mittlerweile muss ich auch ehrlich sagen, vielleicht auch mal diese Kohlemine ganz interessant. Die hat halt einen geringeren Output. 240 Kohle, die 560. Dafür müssen hier halt 10 Leute drin arbeiten und in 2 so Sammelhütten jeweils 10 Leute. Aber könnte man sich natürlich überlegen, kostet halt auch wieder einen Dampfkern, das zu bauen. Mauerbohrer. Ja, Dampfstahlwerk wäre vielleicht auch mal noch was. Stahlwerk. Wisst ihr was, wir nehmen mal die mehr Speer, weil so langsam aber sicher sind ja die Wege doch recht groß. Deswegen machen wir das mal so. Und hier können wir auch noch 5 Arbeiter reinschicken ins Wirtshaus. Hoffnung steigt. Wunderbar, super Sache. Nur ein Kranker aktuell. Keine Unzufriedenheit, trotz schlechtem Essen. Aber das haben wir jetzt auch umgestellt. Das sollte dann nach und nach auch besser werden. So. Bei diesen Außenposten fände ich ja auch mal ganz spannend. Ich finde es übrigens auch cool, dass es hier auf der Karte angezeigt wird, wo sie jetzt so ungefähr sich befinden. Das finde ich ganz cool. So. Können wir gerade echt relativ schnell vorlaufen lassen. Gleich ist die Forschung fertig. Können wir da ein neues Team zusammenstellen. Gut. So, dann haben wir das hier schon, leichtere Speerschlitten. 50% schnellere Fortbewegung. Außenpostendepot. Hm. So was, das finde ich mal ganz spannend. Ich glaube, das erforschen wir als nächstes. Ja, und dann ist hier die Frage. Wollen wir hier noch irgendwas bauen? Eigentlich gerade nicht. Aber wir kommen ganz gut hin. Ja. Oh, ist schon wieder sehr spät. Hier keine. Und dafür schicken wir die jetzt da rein. Jetzt haben wir 13 von 15. Müssen wir noch irgendwo 2 Arbeiter herkriegen. Dann nehmen wir einfach hier kurz 2 raus. Packen die da rein. Jetzt wird ja schön angezeigt, wo jetzt welche fehlen. Das ist ja ganz gut. Zweifel, eigentlich fällt mir gerade so auf, wir können die auch da wieder rausnehmen. Die 2 und da wieder reinschicken.
Und dann nehmen wir hier nämlich zwei raus. Schicken die dann in die. Wo muss er denn? Ach, hier. In die Jagdhütte. Einfach hier aus dem, vom Essen. Die arbeiten jetzt erstens eh nicht mehr und zweitens werden wir auch fast. Ja, also so viel haben wir nicht hier. Zwei Stück. Aber 12 Tage würde das jetzt reichen hier, das Essen. Das glaube ich ja mal gar nicht. So, die sind bald da. Ne, sie sind schon da. Feldgrate, irgendwas. Irgendwas ist mir gerade eben eingefallen, habe ich aber vergessen. Auch nicht so wild. Ich denke, es passt jetzt erstmal. Wir gucken hier. Es befindet sich keine Menschenseele in der Wetterwarte, aber alles scheint funktionstüchtig zu sein. Wir könnten herausfinden, woran die Wissenschaftler von Winterheim gearbeitet haben. Kohle und Dampfkerne könnten wir finden, erforschen. Düstere Vorhersage. Wir haben die Aufzeichnung der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beruhigender ist, dass sie ihre Beobachtungen schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer, in der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig. Nicht einmal ein Brotkrumen ist zu finden. Es ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dach der Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Entdeckte Orte, Kohlemine und Winterheim. Und wir bekommen 90 Kohle und 1 Dampfkern da. Die werden jetzt erstmal voll. Wollen wir jetzt weiter erforschen oder lieber mal nach Hause gehen? In 23 Stunden bräuchten sie da. Bis sie dann wieder hier sind, braucht es wahrscheinlich auch eine relativ lange Zeit. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Wir könnten ja auch, wir gehen jetzt nochmal auf unsere Stadt. Und werden jetzt hier nochmal ein neues, ja, einen neuen Speertrupp zusammenstellen. Und da brauchen wir aber 5 Leute für. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal 5 voraus. Ja, hier hinten. 5 raus und gehen dann hier rein und schauen mal. Machen hier plus neues Speerteam erstellen. Top Sache. Und dann nehmen wir euch mal und schicken euch nach Winterheim. 2 Tage und 12 Stunden bis zur Ankunft. Hui. 23 Stunden bis hierhin, also das braucht halt einfach so ganz relativ lang. Aber immerhin kürzer, als wenn wir die erst zurückschicken und dann wieder herschicken. Ja, und dann geht ihr mal nach Hause und dann können wir uns das hier so umschauen. Die Kohlemine haben wir hier. Wir können einige Gebäude und einen großen gewundenen Turm erkennen. Darüber sind deutlich einige Rauchschwaden sichtbar. Es gibt keinen Zweifel, es ist eine Stadt wie unsere. Wir können den Generator erkennen, aber er ist abgeschaltet. Vielleicht für Wartungsarbeiten. Ja, hoffentlich. Sonst haben die Leute echt Probleme. Aber jetzt wird es bei uns bald wieder kälter. Fällt mir so auf. Das sollten wir auch dann hier wieder hochschalten. Und wir haben hier wieder ein Ereignis. Verlassene Station. Der jüngste Bericht von der Wetterwarte sorgt bei den Einwohnern für Gesprächsstoff. Sie haben Angst, weil eine so wichtige Anlage offensichtlich verlassen wurde. Manche beginnen sich zu fragen, ob die Evakuierung aus London eine gute Idee war. Einige klagen ganz offen, ich wusste, wir hätten damals hätten niemals herkommen sollen. In London gab es wenigstens richtige Häuser statt Zelte und Holzhütten. Ja, wir werden noch früh genug Antworten haben. Die Hoffnung sinkt leicht. Ist ja fies, was wir hier gerade alles rausfinden. Ne? Gut. Und Gesetze können wir wieder erlassen. Schauen wir mal ganz kurz. Schnaps könnten wir machen. Freudenhaus, Duellgesetze. Pflegeheim. Ja, hier übrigens mit den Kinderheimen, Kinderarbeit. Ah ja, stimmt. Eigentlich, damit unsere Kinder mal was zu tun haben, könnten wir so ein Kinderheim bauen. Dann sind sie da sicherer, weil wir brauchen sie eigentlich nicht unbedingt als Arbeiter. Dann gibt es da nämlich auch noch weitere Sachen, die wir hier dann freischalten können mit der Zeit und unsere Hoffnung steigt. Und, ups, klingt vernünftig, gut, wunderbar. Kinderheim, hier. Und wo bauen wir das hin? Ich glaube, das passt hier ganz gut noch rein. Hat selbst schon eine relativ hohe Heizungsstufe, das passt also. Bald ist wieder 8 Uhr und bald wird es auch wieder kälter hier. Wir werden hier schon mal auf Dampfstufe 2 hochgehen. Das braucht ja auch seine Zeit.
wieder viel zu tun. Seid ihr eigentlich schon fertig hier? Ja. Perfekt. Kinderbetreuung gesichert. Das Kinderheim steht bereit und die Kinder befinden sich dort in einer sicheren Umgebung. Die Einwohner können nun ruhigen Gewissens arbeiten. Super. Wird jeden Tag kälter, ja, das stimmt wohl. Ja, dann werden wir jetzt nämlich hier. Hier müssen wir 10 Leute reinpacken. Und wo noch? Oh, wir haben wenig Kohle, wird gerade angezeigt. Natürlich nicht so toll. Für 21 Stunden reicht's noch. Hui. Wird ja hier hoffentlich gut abgebaut jetzt. Und wann ist diese Sache hier fertig? Ja, braucht noch ein bisschen. Vielleicht sollten wir dann als nächstes wirklich hier drüben den Kohleabbau mal weiter voranbringen. Ich habe echt gedacht, es läuft ganz gut aktuell, aber anscheinend, wenn es kälter wird und wir hier hochgehen, dann steigt auch der Verbrauch ganz schön heftig. Mhm. Gut, ja. Passiert. Aber jetzt schauen wir mal, ob es wirklich so noch weitergeht oder ob es dann ganz schlimm wird. Je nachdem müssen wir halt nochmal reagieren. Hier geht gerade immer zwischen 20 und 21 Stunden. Ja. Aber gerade sieht es nicht so aus, als würde es demnächst mal wieder wärmer werden. Oh, oh. Nicht so gut. Und es kommt irgendjemand. Oh. Die Suche nach anderen Städten. Mann aus Winterheim. Wir haben am Rande unserer Stadt einen erschöpften Mann gefunden. Er sagte, er komme aus Winterheim, eine Siedlung ganz in der Nähe, dass er der letzte Überlebende sei. Winterheim ist tot. Alle sind tot. Es gibt diesem verfluchten Ödland keine Hoffnung zu überleben. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Ihr müsst fliehen. Das waren seine letzten Worte. Wir sind also allein. Hui, ein Einwohner ist gestorben, war aber eigentlich nicht unserer. Die Neuigkeiten haben alle in der Stadt schockiert. Hier sollten viele Siedlungen und Bautrupps sein. Menschen, die ein normales Leben in von Generatoren geheißten Häusern führen. Aber wir sind allein. Hui, ganz schön heftig. Kommt es jetzt zu irgendwelchen Problemen? All die armen Menschen, wir dürfen nicht wie sie enden. Warum ist Winterheim untergegangen? Werden wir hier auch alle sterben? Hierher zu kommen war vergebliche Liebesmühe. Wir sollten zurückgehen und wir verlieren Hoffnung. Wir hätten in London bleiben sollen, dort wäre es nie so weit gekommen. Oh, ja, Winterheim ist gefallen. Und wir machen an dieser Stelle einen kurzen Cut, liebe Leute. Wir sind nämlich schon relativ weit in der Zeit vorangeschritten. Tut mir leid für diesen kleinen Cliffhanger, aber das muss manchmal auch sein. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.